Heute möchte ich mal was von euch wissen, und zwar zum Thema Veränderungen im Leben. Ja, ich berichte ja normalerweise sehr viel davon, was ich so in meinem Leben verändert habe und erzähle, was ich für Veränderungen durchgeführt habe, um so meine Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel entspannter zu sein, nicht mehr so eine mentale Belastung zu spüren, nicht mehr so einen Druck von außen zu spüren, mich nicht mehr so von äußeren Einflüssen und von anderen Dingen abhängig zu machen. Einfach ruhig und zufrieden und ausgeglichen durchs Leben zu gehen. Und dazu habe ich ja einige Dinge rund um mich herum, in meinem Umfeld, in meinem Leben, in meinem Job oder in meinem Bekanntenkreis oder was auch immer geändert. Und ich bin ja natürlich nicht der Einzige, der sowas tut. Ich habe auch schon von vielen von euch Feedback dazu bekommen. Und das reicht von winzig kleinen Veränderungen im Leben bis hin zu riesengroßen Sachen, die wirklich das Leben von Menschen auf den Kopf gestellt und völlig verdreht haben, im positiven Sinne. Ja. Und manchmal läuft man auch natürlich in neue Hindernisse rein, aber im Großen und Ganzen ist das Feedback, was ich bekomme, da sehr positiv. Also die Leute haben sehr viele Dinge geändert, die einen positiven Einfluss auf ihr Leben hatten. Und ich möchte heute von euch gerne mal wissen, was ihr da alles schon getan habt und vielleicht auch was für einen Einfluss das auf euer Leben hatte. Es kann natürlich auch sein, dass ihr Dinge getan habt, die überhaupt keinen Einfluss hatten. Ja, manchmal muss man sich da ein bisschen rantasten und mal hier ein paar Dinge probieren und da ein paar Dinge probieren und vielleicht auch mal ja, so ein bisschen erstmal gucken, was könnte das sich jetzt in meinem Leben ändern, wenn ich diese und jene Veränderung durchführe? Oder was belastet mich denn eigentlich? Was ist denn eigentlich dafür verantwortlich, dass ich dieses und jenes Gefühl habe, was mein vegetatives Nervensystem irgendwie belastet und mich in Routinen bringt, die irgendwie Probleme bereiten, ja? Und ich habe da schon Rückmeldungen bekommen, so von wegen, ich habe meine Arbeitszeit reduziert, habe vielleicht meinen Arbeitgeber gewechselt, habe vielleicht eine toxische Beziehung beendet, habe vielleicht mich ausgesprochen mit dem und dem Menschen, was mich unterbewusst immer wieder belastet hat und das war mir vorher nicht bewusst und dann ist es mir klar geworden und ich habe mit dem Menschen gesprochen. Manche haben vielleicht auch größere Dinge geändert. Ich hatte zum Beispiel mal eine Zuschrift von einer Frau, die hat ihr Haus verkauft, mitsamt Familie, zurückgelassen quasi, und hat sich einen Wohnwagen gekauft und ist um die Welt gereist mit dem Wohnwagen, hat ein völlig neues Leben begonnen. Und ein Bekannter von mir zum Beispiel, der hat hier bei uns in der Region seinen Job gekündigt, hat all seine Sachen verschenkt und verkauft, um ein gewisses Startkapital zu haben und ist dann nach Indien gegangen und lebt jetzt bei so einem indischen Yoga-Lehrer. Ja? Das sind natürlich größere Veränderungen. Also die Palette ist da relativ groß. Und mich würde mal interessieren, was für Dinge es sind, die ihr so getan habt. Weil ich erzähle ja immer von mir und ich bekomme immer mal so Feedback von anderen Leuten. Aber wenn ihr Lust habt, schreibt einfach mal unter dem Video so ein paar Dinge, die ihr getan habt und vielleicht auch gleich, was für einen Einfluss das auf euch hatte. Auf euch. Was für einen Einfluss das auf euch hatte. Und vielleicht lest ihr das ja gegenseitig und inspiriert euch damit quasi ein bisschen überhaupt erstmal auf Ideen zu kommen, weil ich musste auch erstmal am Anfang überlegen, ja, was sind das denn eigentlich für Bereiche, in denen ich irgendwas ändern kann? Also für mich gab es da so ein paar typische Sachen. Zum Beispiel, ich habe früher fälschlicherweise immer sehr viel Wert darauf gelegt, was andere von mir denken oder was andere von mir erwarten. Ja? Und habe das für mich abgelegt und lege da nicht mehr so viel Wert drauf, außer bei bestimmten Personen. Oder ich hatte zum Beispiel unter anderem auch eine relativ ja, toxische Partnerschaft oder hatte auch zum Beispiel ja, eine relativ blöde Einstellung meinem Job gegenüber. Und das sind so Dinge, die ich geändert habe. Oder ich habe auch meine Arbeitszeit geändert oder die Art und Weise, wie ich arbeite. Ja. Das sind so Dinge, die ich zum Beispiel getan habe. Und ja, ich habe auch meinen Freundeskreis zum Beispiel sehr aufgeräumt. Das ist auch so eine Sache. In so Notsituationen oder in so Extremsituationen, wie zum Beispiel damals, wo mein Tinnitus so massiv war und meine Wahrnehmungsprobleme. Und ich zum Beispiel auch im Krankenhaus lag und es mir wirklich sehr schlecht ging, da trennt sich dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, was den Freundeskreis betrifft. Und man weiß dann auch so ein bisschen mehr, wie ist derjenige eigentlich auf mich zu sprechen oder wie sehr kann ich mich auf den und jene, diesen und jenen Menschen verlassen und wie sind dessen Prioritäten und Ansichten im Leben. Und da zeigt sich zum Beispiel auch für mich sehr deutlich so,
ja, wen ich vielleicht aus meinem Leben lasse, ja, nenne ich es jetzt mal so, im beiderseitigen, wie soll ich sagen, zum Wohl beider Seiten. Ja. Aber genug von mir, jetzt erzähle ich schon wieder, was ich getan habe. Berichtet doch einfach mal, wenn ihr Lust habt, was ihr getan habt. Schreibt es mal in die Kommentare und gebt euch so die Möglichkeit, euch gegenseitig mal zu inspirieren, was ihr getan habt, was euch geholfen hat und was für einen Einfluss das vielleicht auf euer Leben hatte und ob sich dadurch vielleicht eure Probleme so ein bisschen relativiert haben. Müssen ja nicht weg sein, aber manchmal geht man dann lockerer damit um, zum Beispiel. Ja? Whatever. Wäre cool, wenn ihr da ein bisschen Input gebt und habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin.